Willkommen zurück zu Stray. So, wir sind jetzt hier in der Stadtmitte und gucken uns erstmal weiter um. Tut mir leid, Kenneth, du kannst hier nicht spielen. Die Nekocorp-Fabrik ist kein Ort für ein kleines Wuschel für dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Cooles Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße, dann folgt ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich einfach zu finden sein. Danke, dass du dasselbe sagst. Also ich würde sagen, er hält die Zeitung falsch rum, oder? Ja, ein Karton. Ich habe zu tun. Was willst du? Hau ab. Okay, der ist auf jeden Fall nicht ganz koscher. Sieht aus wie so ein Club oder so. Residenz R, Ladenstraße R, also rechts wahrscheinlich, Nekokorp. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einen Haufen Ersatzteile landen. Zwei, vier, fünf, acht, Edok. 2458 E-Doc. Ach, Code! Code an plus rückwärts. 2458, aber für was? 2458. Ah! 2458. Hä? Aha! Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Katzenabzeichen, neuen Gegenstanderung. Wofür braucht man die? Ja, nee, das wollte ich nicht. Mist. Habe ich nicht zu Fall gebracht. Okay. Es geht wieder hoch. Okay. Ab nach unten. Irgendwo ein offenes Fenster soll ich jetzt nicht übersehen, ne? Ich will nochmal hochgucken. Hier hinter ist ja auch nichts, ne?
Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Okay, ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen jetzt hier wieder ein Getränk raus, aber nö. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Mist. Sorry. So, okay, hier kommen wir scheinbar nicht weiter. Wozu kann ich hier hin? Will ich später irgendwie durch das Fenster kommen? Das sieht ja schon eigentlich so aus, als ob ich hier irgendwo eigentlich lang müsste. Später vielleicht. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Bitte, versucht bitte, ihn nicht zu vergraulen. Ich hoffe, er bezahlt mich dieses Mal. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Alter, der ist schon ganz schön groß hier. Was ist das hier? Ist das seine Bar, seine alte? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich habe versucht, einen Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein. Mir aber eine Malware angefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Ja, das Bild. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sie sucht eine Information über alle möglichen sehr alten Gerätschaften. Seltsam. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab. Aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapiere ich hier irgendetwas nicht richtig? Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Okay. Tunin kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Okay, das ist dasselbe Blabla. Mein Lieblingsgetränk ist Öl. Was ist deins, Mammut? Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Sie wohnt in der Residenz, nicht wahr? Du hast nichts zu sagen hier, oder was? Ah. Dachte schon, ich komme hier nicht mehr raus.
Wozu können wir jetzt hier hin? Also manche Sachen verstehe ich nicht so ganz. Weiter hoch geht's auch nicht. Rüberjumpen können wir auch nicht. Ach, hier Mikrofon. Ist hier Karaoke oder was? Nee. Hä, habe ich nicht ihr Mikrofon hier gesehen? Vielleicht auch nicht. So, ich glaube, aus der Gasse kamen wir eben, genau. Autsch, was ist das für ein komisches Gefühl? Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy, verlier nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Gleich rechts. Aber wenn sie gesucht wird und jeder weiß, wo sie wohnt, ist auch ein bisschen komisch, oder? Können wir hier hoch? Irgendwie ist ja Farbe. Eine Erinnerung, würde ich sagen. Der Friseursalon war ein sozialer Treffpunkt, an dem die Menschen zusammenkamen, reden, Witze erzählen, Geheimnisse austauschen. Es war ein fröhlicher Ort. Selbst nachdem die Menschheit fort waren, haben die Gefährten den Laden am Laufen gehalten. Es stellte sich heraus, dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon nicht unbedingt notwendig waren. Okay, eine Erinnerung haben wir irgendwie schon verpasst. Gleich rechts, also dahin, okay. Achso, das war ja die Bar. Ach, das ist cool. Ich mag das. Nun gut. Ach, das ist ja auch so ein Gesetzeshüter, oder? Ja. So ein Friedenswächter hieß das ja, glaube ich, ne? Yay! Ist der jetzt sauer? Nö, interessiert ihn gar nicht. Okay, hier scheint auch Sackgasse zu sein. Ich frage mich, ob wir hier später weiterkommen oder ob das zu bleibt. Ich gucke mich erstmal so grob um. Dann reden wir mit den Leuten weiter. Ich muss mir erstmal wieder. Genau, hier sind wir dann rein, ne? Genau, genau.
Der Club ist geschlossen, hau ab. Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Ach, das war der Dude, okay. Mist. Egal. Was? Ah, hier. Gegenstand einfügen. Also gibt es hier auch irgendwo Kassetten oder was? Okay, gehen wir mal durchs Fenster. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach so, hier. Nee, hä? Sackgasse. Übersetzen. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange, lange Leben für die Außenweltler. Wer das wohl war? Können wir hier rüber jumpen? Das sieht erstmal gut aus. Und da kommen wir durch, oder wird? Sieht aus wie das Gefängnis, oder? Abzeichen inspizieren. Polizeiabzeichen. Neuen Gegenstand errungen. Okay. Wird auf jeden Fall hier der Knast sein, würde ich behaupten, oder? Batterie leer. Na gut, machen wir an dieser Stelle wieder ein Päuschen. Spitze. Bedanke mich. Bis denne.